Paula und Max. Mama, wann bekomme ich ein Handy? Beim Einkaufen mit Mama sieht Paula mehrere Kinder in ihrem Alter mit einem Handy. Mama, wann bekomme ich denn mein erstes Handy? Fragt Paula. Ach Paula, seufzt Mama. Du weißt doch, Papa und ich finden, dass du noch zu jung dafür bist. Aber die Kinder haben doch auch schon alle ein Handy, meckert Paula. Paula, jetzt ist gerade nicht der passende Moment, antwortet Mama. Wir können gerne in Ruhe noch einmal zu Hause darüber sprechen. Am Abend machen sich Mama und Papa im Internet schlau. Guck mal, hier sind sie der Meinung, dass 10 Jahre noch zu jung für ein eigenes Handy ist, sagt Mama. Ja, genauso sehen das auch viele andere Pädagogen und Experten, die wir im Netz dazu gefunden haben, bestätigt Papa. Und wie bringen wir es Paula bei, dass sie weiterhin kein Handy bekommt, wo doch viele ihrer Freunde schon eines haben? Fragt Mama. Am nächsten Tag unterhalten sich Mama und Papa mit Paula. Du Paula, Papa und ich haben uns gestern im Internet schlau gemacht, sagt Mama. Und alle Experten finden, dass Kinder mit 10 Jahren noch zu jung für ein eigenes Handy sind. Paula ist total frustriert. Aber viele andere Kinder haben ja schon ein Handy. Ich finde das total unfair von euch, murrt Paula. Weißt du eigentlich, warum Mama und ich dir noch kein Handy geben möchten? Fragt Papa. Antwortet Paula. Weil ihr nicht wollt, dass ich mich ständig mit dem Handy beschäftige? Ja, das stimmt, antwortet Mama. Vor allem aber auch, weil wir uns Sorgen darum machen, dass du Dinge siehst, die noch nichts für dich sind, wie beispielsweise Gewaltszenen. Paula, sagt Papa, auch wenn du deshalb frustriert bist, musst du noch auf ein eigenes Handy warten. Ein paar Wochen später kommt Paula in die 5. Klasse. Nach dem ersten Schultag steht sie mit ihren Klassenkameraden auf dem Schulhof. Hey, sollen wir nicht einen Klassenchat 5a beste Klasse einrichten? Schlägt Elias vor. Oh ja, sagt Marie. Darüber können wir uns verabreden und uns gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen. Gebt mir mal eure Handynummern, dann erstelle ich die Gruppe gleich, sagt Elias. Meine Eltern erlauben mir noch kein Handy, sagt Paula ganz verlegen. Was? Wieso das denn? Fragt Elias. Macht nichts, Paula, sagt Suna. Du kannst ja bei mir mit reingucken. Nach der Schule stürmt Paula in die Küche. Papa, jetzt reicht's mir aber wirklich, brüllt Paula. Alle Kinder in meiner Klasse haben ein Handy, nur ich nicht. Und jetzt haben die sogar einen Klassenchat ohne mich eingerichtet, motzt sie. Papa fällt vor Schreck der Pfannkuchen auf den Boden. Paula stürmt wütend aus der Küche. Paula, ruft Papa, bleib doch hier. Aber Paula ist schon in ihrem Zimmer und antwortet nicht. Nach dem Wutausbruch von Paula diskutieren Mama und Papa am Abend darüber, ob sie Paula nun doch ein Handy erlauben sollen. Also ich kann verstehen, dass Paula von der Situation genervt ist und sich wie eine Außenseiterin fühlt, sagt Mama. Das ändert aber nichts daran, dass ich sie dennoch zu jung dafür halte, antwortet Papa. Und wenn wir mit Paula klare Nutzungsregeln vereinbaren und einen Kinderschutz einrichten, schlägt Mama vor. Also so ganz passt mir das nicht. Probeweise können wir es mal testen, gibt Papa nach. Aber wir dürfen Paula bei der Handynutzung nicht alleine lassen und sie muss sich an die Regeln halten. Ein paar Wochen später hat Paula Geburtstag. Mama und Papa überraschen sie mit einem gebrauchten Handy und einem dazu passenden Handybett. Wow, super, mein erstes Handy, freut sich Paula. Wir haben uns dazu entschieden, sagt Papa, dir nun doch ein Handy zu schenken. Mama und ich wollen aber auch klare Nutzungsregeln mit dir vereinbaren, an die du dich halten musst. Wir haben auch eine Kindersicherungs-App installiert, ergänzt Mama. Paula freut sich dennoch riesig über ihr Handy. Noch am selben Abend legen alle gemeinsam mit Paula Handyregeln fest und vereinbaren einen Handynutzungsvertrag. Ich kann mein Handy ja nachts ausgeschaltet ins Handybett legen, schlägt Paula vor. Sehr gut, meint Papa. Ich möchte allerdings nicht, dass du nachts dein Handy in deinem Zimmer hast.
Deshalb können wir dein Handybett ja im Flur aufbauen. Und bei den Hausaufgaben legst du es auch ausgeschaltet in dein Handybett, verlangt Mama. Bitte versprich uns, dass du keine Bilder von dir verschickst. Und Apps kannst du auch nur in Absprache mit uns herunterladen. Dazu haben wir einen Code eingestellt, den nur Mama und ich kennen, ergänzt Papa. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, bekomme ich eben dein Handy, lacht Max. Paula hängt am nächsten Morgen ihren Handynutzungsvertrag an den Kühlschrank, damit sie die Regeln ja nicht vergisst. Nachts ist das Handy aus und nicht in meinem Zimmer. Bei den Hausaufgaben ist das Handy aus und liegt im Handybett. Ich versende keine Bilder von mir. Alleine lade ich keine Apps herunter. Ich darf maximal eine Stunde pro Tag am Handy sein. Ich sichere mein Handy mit einem Code. Ich halte mich an die Handyregeln meiner Schule. Ich gebe mein Handy niemandem weiter. Schau mal, Max, sagt Paula. An diese Regeln wirst du dich auch halten müssen, wenn du ein Handy hast. Das stimmt. Aber denk dran, dass ich dein Handy bekomme, wenn du dich nicht an den Vertrag hältst, witzelt Max. Habt ihr auf folgende Fragen eine Antwort? Warum sollte das Handy nachts aus sein und nicht mit ins Schlafzimmer genommen werden? Wieso ist es besser, das Handy bei den Hausaufgaben auszuschalten? Warum sollte man gut überlegen, welche Bilder man von sich verschickt und an wen? Wieso ist es wichtig, auf den Handys von Kindern eine Kinderschutz-App zu installieren? Warum ist es wichtig, das Handy mit einem Code zu sichern? Welche weiteren Handyregeln oder Fragen fallen euch noch ein? Wenn ihr nicht alle Fragen beantworten könnt, dann sprecht mal mit euren Eltern, Klassenkameraden oder euren Lehrerinnen und Lehrern darüber. Schickt uns doch eine E-Mail an paula-und-max@auerbach-stiftung.de.